Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. So, liebe Seele, dann wollen wir doch sehen, was der Tag für dich bereithält. Nächste Woche, Freitag, bin ich in Nürnberg live und falls du nicht weißt, ob du da hinkommen sollst, möchte ich dir doch einen ganz kleinen Ausschnitt mal zeigen, wie es in Essen war. Living life, every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezed till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. Days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want. Ja, ich freue mich, wenn du diesmal mit dabei bist. Nürnberg-Tickets, ja, entweder du klickst jetzt hier drauf oder am Ende vom Video kommt auch der schöne Ticketshop. Sei einfach mit dabei und genieß zweieinhalb Stunden. Frühling, Erwachen, Projekte und Erneuerung. Das passt doch sehr gut zusammen. Es geht heute um neue Projekte, die du angehen solltest. Es geht hier um das Erwachen für ja, deinen Prozess, in dem du dich befindest. Ja? Also es geht schon alles in die Richtung von deiner Persönlichkeitsarbeit, aber Projekte schließen hier eher auf Lebensziele. Ja, weil die Erneuerung bedeutet, dass sich etwas in deinem Privatleben verändern wird, was du gerade so nicht vorhersehen kannst. Heute wirst du also in diesem Bereich, in deinem Privatleben, eine Überraschung erhalten, die dich emotional auch erfreut und bestärkt. Und mit der Erneuerung kommen auch neue Lebensziele. Und durch diese neuen Lebensziele hast du eine ganz andere Anbindung zum Universum, die dir natürlich noch mehr Fülle schenkt und noch mehr Frieden auch mitgibt, weil du dann bereit bist, eben dich dafür zu entscheiden. Auch finanzielle Geschäfte sind heute enorm gut und enorm wichtig, sie mal einfach ja, abzunehmen, sollen wir es mal so sagen. Ja, sich vorzunehmen ist das bessere Wort, glaube ich. Denn im Impuls heute liegt die Langfristigkeit und auch die Klärung. Und da wirst du einfach sehr viel Sicherheit für deinen Alltag mitbekommen und dementsprechend auch sehr viel Mensch heute die Karten. Dementsprechend auch sehr viel Projekt, Kreativität für dich auch erspüren. Ja, ganz, ganz wichtiger Tag mit viel Erwachen und viel Erkenntnis für dich. Da haben wir die Feen mit dabei. Du hast eine starke Verbindung zu den Feen. Es ist ein Teil deiner Lebensaufgabe, Mutter Natur zu helfen. Und Mutter Natur zu helfen bedeutet eben, das Terra-Gleichgewicht herzustellen. Und das Terra-Gleichgewicht ist eben das Gleichgewicht zwischen Licht und Schatten. Das kannst du gut bestärken, indem du deine Wahrhaftigkeit auf jeden Fall lebst, dass du deinen Glanz, deine Seele auch mal freien Lauf lässt, dass du dich nicht verstellst, dass du dich nicht aus Angst vor Scham ja, versteckst, dass du einfach aus dir heraus deinen besten Impuls leben kannst. Und für dich kommt dann auch die Tatsache, dass die Großartigkeit deiner Naturverbundenheit dann noch ausgelebt werden kann. Und daher wird heute dein Emotionsfeld
sehr, sehr feinfühlig sein. Also es kann auch sein, dass du sehr einen tränenreichen Tag hast, weil du einfach einen Weltschmerz spürst oder dass du feinfühlig dich so voranarbeitest, dass dir einiges schon klar ist, bevor Dinge ja bei anderen Menschen klar sind, dass du einfach so eine Vorahnung hast, ja. Und das zeigt eben die Verbundenheit von Licht und Schatten, die du auch den Menschen heute mitgeben solltest. Im Vollmond liegt der Abschluss und der Gipfelpunkt, auch ein wichtiger, ja, Tagesfaktor. Der Abschluss in der Erneuerung, ganz wichtig, denn ohne Abschluss kann es keine Erneuerung geben. Das bedeutet, dass diese Emotionen, die du durch den Tag lebst, dass die auf jeden Fall einen ganz, ganz wichtigen Faktor für deine Tagesenergie heute haben. Die Erneuerung erwacht dann, weil du bist am Gipfelpunkt, also du hast abgeschlossen, Dinge losgelassen, Vergangenheitsthemen aufgearbeitet und in der Erneuerung eben deine Zielsetzung jetzt neu gestalten. Was du da aber für dich jetzt anerkennst und was du noch bereit bist, dazu zu lernen, das musst du selbst für dich wissen. Aus der Fülle kommt auf jeden Fall die Großartigkeit heraus. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, was du für dich immer bedenken solltest, weil hier auch die Spontanität eine große Rolle spielt. Auch das Sexualverhalten von dir hat heute einen wichtigen Einfluss auf deinen Tag. Nicht wegen der Dauerhaftigkeit, sondern es geht hier einfach um dieses sich als Mann, Frau fühlen können und dabei auch wieder die eigenen Bedürfnisse so am Gipfelpunkt zu erkennen. Also, was ist mein Bedürfnis? Was sagt mir mein Gefühl? Wie sehr höre ich auf mein Gefühl bei meinen Bedürfnissen? Und wann stelle ich es hinten an? Weil der innere Kritiker ist hier noch sehr aktiv. Und trotzdem kannst du mit der Erneuerung beginnen, weil der innere Kritiker das auch lernen darf, dass er ab und zu mal den Mund halten darf. Gell? Gottes Kästchen. Um alle Sorgen, Ängste oder Wünsche loszulassen, schreibe sie auf ein Blatt Papier und lege es in ein Gotteskästchen. Damit gibst du den himmlischen Kräften die Erlaubnis, dir zu helfen. Ja, auch da liegt in der Erneuerung, dass du deinen persönlichen Jammerkasten oder ja, deine Jammerbox erstellst, dass du vor allem Gedanken loslässt, die dich immer wieder am Fortschritt hindern. Also Dinge, die dich in deinem Alltag festhalten, die dich in deiner Motivation stoppen, die auch immer wieder zeigen, hey, wir haben deine Emotionalität im Griff, wir können deine Entscheidungen lenken. Das soll nicht sein. Ja? Deine Selbstbestimmung soll ja gelebt werden. Und dadurch ist hier auch der ganz, ganz große Faktor von der Öffnung deines Seins. Ja, wie sehr öffnest du dich? Wie sehr zeigst du dich in deinem wahren Ich? Da wirst du heute einen inneren Konflikt spüren, der einfach aus dem inneren Kind stammt, weil die Eltern und Großeltern einfach nicht so dazustehen konnten, wer was kann, was du kannst und eben einen anderen Lebensweg einzuschlagen. Manchmal ist aber der eigene Lebensweg eben der richtige und wichtige, damit man seine Erfahrungen, die die Seele vorhat, auch machen kann. Ja, und da kommt das Feuer mit der Umwandlung und Erklärung ins Spiel. Schau mal, der Frühling mit dem Vollmond und dem Feuer. Wir haben die Erneuerung, die den Abschluss in die Umwandlung bringt, in der Erklärung am Gipfelpunkt deiner Projekte und deines Erwachens. Das ist so stark und zeigt eben auch auf, dass ganz, ganz, ganz wichtige Entscheidungen heute bevorstehen, vor allem wichtige finanzielle Entscheidungen. Geh hier in dein positives Denken, weil wir haben hier die Triangel in der Sicherheit und in der Stärke und gespiegelt haben wir hier die Klarheit auf deinem Weg der Entscheidung. Du sollst dich also nicht beirren lassen. Der innere Kritiker hat den Mund zu halten heute. Auch er wird von der Sicherheit übermannt und zeigt eher auf, dass du noch ein bisschen mehr an deiner Stärke arbeiten solltest und deine innere Stimme zum Vorschein bringen darfst. Das ist eine sehr wichtige Erkenntnis für dich. Und da haben wir, du hast deine Engel um Hilfe gebeten. Deine Engel wollen dir in dieser Situation helfen. Sie brauchen jedoch deine Erlaubnis, bevor sie bei deinen freiwillig getroffenen Entscheidungen intervenieren können. Hier geht es also nochmal um den sogenannten Kummerkasten, dass du deinen himmlischen Begleiter einlädst zu dir heute, dass du ihn auch ganz klar aufzeigst, dass dein Wunsch nach Fortschritt von dir kommt und nicht von irgendjemand anderem. Und vor allem, und das ist vielleicht sogar die wichtigste Erkenntnis für dich heute, dass du einen Riesenschritt gemacht hast in Form von Wahrhaftigkeit.
Und diese Wahrhaftigkeit darfst du jetzt auch ausleben. Es ist dein Tag. Mit dieser Nachricht kannst du nicht rechnen, ganz klar, aber es ist auch eine Nachricht, die dich so ein bisschen vom Hocker hauen wird. Gerade durch dieses Erwachen, diese Projekte, dieses Selbstsein, diese emotionale Nachricht, die hat es schon in sich. Und ich wünsche dir damit auf jeden Fall ganz viel Spaß.